Hallo, da ist Patricia. Heute habe ich ein Testimonial für euch. Und zwar habt ihr gesehen, wenn du dich veränderst, verändert sich deine Welt. Und ich möchte euch von einer wunderbaren Frau erzählen. Ich hatte die Ehre, die letzten 5 bis 6 Wochen mit ihr zusammenzuarbeiten. Und hier geht es nicht darum, wie toll ich bin oder was ich bewirkt habe, sondern was sie bewirkt hat. Wir hatten zum ersten Mal Kontakt Anfang des Jahres und haben über ein potenzielles Coaching gesprochen. Und ja, und dann hat sie sich eben vor 6 Wochen gesagt, so, es reicht mir. Eine klare Entscheidung, es reicht mir. Mein Körper muckt. Ich habe hier und da Schmerzen, ich bin eingeschränkt, ich kann meine ursprüngliche Arbeit nicht mehr nachgehen. Ich will etwas ändern. Und mit dieser einzigen ersten Entscheidung hat sie angefangen, ihr Leben zu verändern. Und zwar sowas von rasant innerhalb von 6 Wochen, das ist unglaublich. Also, es hat damit angefangen, dass sie fitter wurde, dass sie ihre Energie erhöht hat, dass sie positiver wurde, immer mehr und mehr. Es hat dann plötzlich damit angefangen, dass wir den Zusammenhang zwischen Geldmangel, Gesundheit, Vergangenheit, ganz viele Sachen einfach nur ans Licht gebracht haben. Und dadurch kamen einfach diese Aha-Effekte zusammen. Und zwar, jetzt warte kurz, ich teile das ganz schnell. Und zwar schnell in unserer Gruppe. Genau. So. Und zwar, dadurch, dass sie eine höhere Energie erreicht hat, wir haben dann verschiedene Übungen gemacht. Selbstverständlich hat sie jeden Morgen meditiert. Und das ist wirklich das Ein und Alles, dass du deine Schwingung erhöhst, damit du in bessere Gefühle, in bessere Gedanken reinkommst. Das ist so, so wichtig. Und diese, vor allem die neuen Meditationen von Dr. Joe Dispenza, die sind wirklich so energetisierend. Sie helfen dir, dich aus dem Hier und Jetzt rauszubringen ins Nichts und dann dort in eine neue Schwingung einzutreten. Und mit dieser neuen Schwingung kriegst du eben auch einen neuen Horizont. Du bekommst neue Vorstellungen übers Leben, über dich, über andere. Du gehst hinaus und lebst plötzlich in einer Welt der unendlichen, unbegrenzten Potenziale und nicht mehr in deiner eingeengten, beschränkten Welt, was dir dann nachher erlaubt, die Dinge, die Menschen, dein Umfeld, deine Vergangenheit sowie deine potenzielle Zukunft mit anderen Augen zu sehen und plötzlich zu erkennen, in welchen limitierten Beurteilungen du gelebt hast und wie diese limitierten Beurteilungen sich dir wiedergespiegelt haben. Und in genauso einer Welt lebt sie und das hat sie plötzlich erkannt und hat alles geöffnet und hat sich erlaubt, die Dinge anders zu sehen. Viele Urteile hat sie erkannt, die sie über insbesondere ihren Partner und über die Vergangenheit und so weiter hatte und hat erkannt, dass es eigentlich alles nur aus ihr herauskommt. Und dann hat sie angefangen zu arbeiten mit verschiedenen Tools, mit Schreiben, mit Meditieren, alles Mögliche, Tanzen. Sie hat Tanzen für sich entdeckt. Und hat angefangen, die Welt mit anderen Augen zu sehen und zu fühlen. Und genau das hat sie ihr erlaubt, angefangen zu kreieren. Plötzlich hat sie Geld kreiert. Sie hat eine Reise kreiert. Sie hat ein gutes Verhältnis kreiert zu sich, zum Leben, zu ihrem Umfeld. Und das Ganze innerhalb von, sag ich mal, fünf Wochen waren es, glaube ich, innerhalb von 5 Wochen. Und sie hat sich voll da reingeschmissen und hat gesagt, es interessiert mich nichts anderes mehr, außer mein tolles, glückliches Leben zu kreieren. Ich habe keine Lust mehr drauf. Und das ist so wichtig. Und das möchte ich euch hier nochmal sagen. Es geht nicht darum, dass ihr mit mir zusammenarbeiten müsst. Ihr könnt es alleine machen. Aber ihr müsst, ich habe gestern in meinem Video davon gesprochen, ihr müsst diese mentale Diät ganz klar durchführen. Ihr müsst einfach
an euch arbeiten, euch die Zeit zu nehmen. Wie oft höre ich, ja, dafür habe ich keine Zeit. Kann es denn sein, dass du keine Zeit dafür hast, aus deiner Vergangenheit herauszutreten und deine Zukunft zu kreieren? Was ist bitte wichtiger? Gibt es irgendetwas Wichtigeres? Schritt für Schritt, und wenn du nur kleine Schritte machen kannst, weil du krank bist, weil du in Schmerzen bist, geh die kleinen Schritte. Ich bin auch die kleinen Schritte gegangen. Es war so mühsam. Oft habe ich nicht das Ziel gesehen. Und ihr müsst mir glauben, ihr müsst mir vertrauen. Es lohnt sich jeder kleine Schritt. Es lohnt sich jeder Rückschlag, der wieder eine neue Perspektive eröffnet, wieder neue Punkte eröffnet, die noch bereinigt werden müssen in uns, die noch aufgelöst oder umprogrammiert werden dürfen. Geht dieses Abenteuer an, geht in dieses Abenteuer eurer Zukunft und vergesst alle Ängste vor dem Unbekannten, weil nur in dem Unbekannten kann das Neue liegen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dieses Vertrauen, dieses hundertprozentige Vertrauen aufzubauen, dass es möglich ist, dass wir keine Opfer sind, dass wir nicht gefangen sind. Wir haben Dinge in uns akkumuliert, was Krankheit betrifft, was auch emotionale Schmerzen betrifft, was Trauer betrifft, was Enttäuschungen betrifft. Aber wir müssen nicht daran festhalten. Wir dürfen getrost alles vergeben und vergessen. Wir müssen uns für nichts schämen, was mal war oder was wir getan, gesagt haben oder gedacht haben. Das dürfen wir hier und jetzt als vergangen, vergessen und vergeben anerkennen. Denn es gibt nichts und niemanden auf dieser Welt, der uns zwingt, irgendwelche Schuld, irgendwelche Lasten, irgendwelche Verantwortlichkeiten, die uns erdrückt haben, weit in die Zukunft zu tragen. Das müssen wir nicht. Wir dürfen unser neues Ich kreieren. Wir dürfen uns aufladen mit positiver Energie, mit Begeisterung fürs Leben, mit Begeisterung für uns, mit Liebe, mit Dankbarkeit für dieses Abenteuer, das uns geschenkt worden ist. Und wenn wir diesen Weg ganz klar und kompromisslos, ich sage es immer wieder, Kompromisslosigkeit, das ist das absolute A und O, sich von nichts und niemandem reinreden lassen, einfach diesen Weg stur gehen, sich die Zeit zu nehmen, sich zu entwickeln, zu meditieren, zu schreiben, zu kreieren, zu denken, zu fühlen und zu handeln als die neue Persönlichkeit der Zukunft. Das ist das A und O. Und jeden Tag, jeden Tag. Und in jeder Minute, in der ihr Zeit habt, kontrolliert eure Gedanken. Sitzt nicht irgendwo rum und lasst euch wieder treiben in die Vergangenheit und drüber nachdenken, der XY, und das war ja schon nicht so angenehm und das war eigentlich schon fies, wie der mich behandelt hat und das ist ungerecht gewesen, also das muss ich mir doch wirklich nicht gefallen sagen. Leute, solche Gedanken sind absolut kontraproduktiv. Cuttet so etwas ab, wenn ihr es merkt. Hört auf, macht Stopp und sagt, was will ich stattdessen denken? Worüber will ich mich stattdessen mit mir selber auseinandersetzen? Über meine zukünftige Persönlichkeit, wie ich mich denke und fühle. Von mir aus nimmst du vergangene Situationen und stellst dich als die neue, die du kreiert hast, dort rein in die vergangene Situation und versuchst dir vorzustellen und zu fühlen, wie dann die Situation ausgegangen wäre. Dann hast du die Vergangenheit umgewandelt, transformiert, dann ist es etwas anderes, dann kannst du diese neue Erinnerung in die Zukunft tragen, dann hast du schon wieder hier einen weiteren Punkt gesammelt, dass du dich verfestigt hast in einer neuen Persönlichkeit. Und alle diese Meditationen auch von Dr. Joe Dispenza, die gehen alle darum, dein neues Ich zu leben und zu fühlen, aber das kannst du nur, wenn du es kreiert hast. Du kannst nicht einfach so rumwandeln wie dein altes Ich und tun, was du immer schon getan hast und denken, wie du schon immer gedacht hast und dann nachher eine Meditation kurz machen und dann sagte Dr. Joe, und wach jetzt auf als eine neue Persönlichkeit in einem neuen Leben und du warst die ganze Zeit in einem alten Leben. Sei ehrlich zu dir. Wenn dir das passiert, setz dich wieder hin und sag,
Wie will ich sein? Wer will ich sein? Was denkt diese Person? Was fühlt diese Person? Was hat diese Person für eine Weltansicht? Wie denkt diese Person über andere Leute? Wie denkt diese Person über das Leben? All diese Dinge, die musst du dir irgendwie klar machen und du darfst nicht davon abweichen. Auch wenn die andere Leute irgendwas anderes klar machen wollen und dich die Bäckereiverkäuferin irgendein Gespräch verwickelt und sagt, ja, und das Leben und so schlecht und überhaupt und ja, und mein Chef und bla bla bla. Leute, verschwendet eure Zeit nicht mehr damit. Verschwendet eure Zeit nicht mehr mit irgendeinem Blödsinn im Fernsehen. Verschwendet eure Zeit nicht mehr mit nicht ressourcevollem Input. Nicht mit Input, das euch irgendwo hinbringt, wo es sich schlecht anfühlt. Ihr müsst es nicht. Es zwingt euch niemand. Das ist Selbstrespekt und das ist auch Selbstliebe. Das ist ein großes, großes Thema. Du kannst jeden Tag ins Spa gehen und dich massieren lassen und wenn du auf der Massageliege liegst und dich fühlst wie ein Opfer oder drüber nachdenkst, wie das Leben es schlecht mit dir gemeint hat oder drüber nachdenkst, wie du leiden musst unter deinen Schmerzen, das ist nicht Selbstliebe. Es liegt nicht daran, was du für dich tust, was du dir leistest, welche Kleider du dir gönnst und wie du sagst, das bin ich mir wert, wenn dieses innere Gefühl, das durch die Gedanken über dich selber und die Wahrnehmung über dich selber, wenn dieses innere Gefühl nicht aus Liebe für dich und das Leben besteht, nützt es nichts, die Welt für dich zu tun und zu sagen, ich erlaube mir diese Reise. Und dann sitzt du auf dieser Reise und denkst mir, oh, einsam, wieso bin ich alleine auf dieser Reise? Ah, jetzt habe ich Spaß. Und dann gehst du und versuchst dich irgendwie zu unterhalten und Spaß zu haben, aber in dir bleibt diese Einsamkeit. Und diese Einsamkeit, die musst du rausnehmen und wissen, dass du verbunden bist mit dieser höheren göttlichen Kraft, die sich anfühlt wie Liebe. Hallo Emmy, schöne Mittagspause. Ja, ich war gerade so inspiriert eben von diesem Video, von dieser tollen Frau, weil ich meine Klientinnen schicken mir jeden Tag eine WhatsApp-Videonachricht. Das ist so wunderschön, das ist so inspirierend. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss das teilen, weil es ist so wichtig zu wissen, wir haben Erfolge. Und jeder von euch hat Erfolge. Schreibt sie euch auf, feiert die kleinen Erfolge und wisst, dass wenn ihr kleine Erfolge feiert, dass sie größere Erfolge nach sich tragen. Es ist so wichtig. Lasst uns das Leben feiern. Feiert deine Mittagspause, liebe Amy. Alle ihr da draußen, seid inspiriert, geht vorwärts, lasst euch nicht abhalten. Es gibt keine Grenzen. Bye, bye. Schönen Tag noch.